Proteine sind eines der Hauptbausteine aller Lebewesen. Sie agieren wie kleine molekulare Maschinen und erfüllen die verschiedensten Funktionen. In Pflanzenzellen ermöglicht zum Beispiel das Photosystem 2 die Sauerstoffproduktion, auf die wir zum Leben angewiesen sind. Wasserstoffionen, auch Protonen genannt, sind für die Funktion der Proteine auf molekularer Ebene essentiell. Anhand von ausgewählten Modellproteinen untersuchen wir mit verschiedenen modernen Methoden, wie Proteine ihre hochspezialisierten Funktionen erfüllen können und welche Rolle die Protonierungsdynamik dabei spielt. Der Sonderforschungsbereich Proteinfunktion durch Protonierungsdynamik beschäftigt sich mit sogenannten molekularen Maschinen. Und ich habe Ihnen hier eine solche molekulare Maschine mitgebracht. Das ist ein Protein, das hat auch ein Molekül in der Mitte, das das Licht absorbieren kann. Und diese Lichtenergie wird durch dieses Molekül umgesetzt, sodass Protonen, also ganz einfache, leichte Elemente, von der einen Seite des Proteins zur anderen Seite hin transportiert werden können. Und das ist eine ziemlich große Distanz. Die muss man eigentlich runterbrechen in chemische Elementarschritte. Und wir machen in diesem SFB diese Elementarschritte mit experimentellen und theoretischen Methoden sichtbar, sodass wir nachweisen können, wie diese Protonen von einem Ort Schritt für Schritt von einer Seite zur anderen durchgehen, um dann hinterher einen sogenannten Protonengradienten zu erzeugen, der dann nachgeschaltet die Synthese von chemischen Produkten erlaubt. Um Forschung an Proteinen betreiben zu können, müssen wir zunächst die Organismen heranzüchten, die für uns das gewünschte Protein herstellen. In spezialisierten Laboren können wir die Konditionen nachstellen, die die Organismen für optimales Wachstum benötigen. Anschließend kann das Protein isoliert und aufgereinigt werden. Die Proben können bei minus 80 Grad stabil aufbewahrt werden. Proteine sind zu klein, um sie unter herkömmlichen Mikroskopen beobachten zu können. Daher setzen wir spezialisierte spektroskopische Methoden ein, um die Dynamik und Funktion der Proteine zu untersuchen, wobei wir besonderen Wert auf die Rolle von Protonierungsdynamiken legen. In der Fluoreszenzspektroskopie werden einzelne Proteine mit kleinen leuchtenden Molekülen, sogenannten fluoreszierenden Labels, versehen und so zum Leuchten gebracht. Eigenschaften der Fluoreszenz, wie zum Beispiel die Lebensdauer, erlauben Rückschlüsse auf Änderungen in der Umgebung des Labels im Nanometermaßstab. Mit Infrarot- und Raman-Spektroskopie können molekulare Vibrationen beobachtet werden, die Rückschlüsse über die Zusammensetzung sowie Bewegung und Funktion von Proteinen liefern können. Um die gesammelten experimentellen Informationen noch besser interpretieren zu können, ist es notwendig, die detaillierte 3D-Struktur des Proteins zu kennen. Mit Hilfe der sogenannten Röntgenkristallographie können wir dies erreichen. Dafür müssen zunächst Proteinkristalle angezüchtet werden. Jedes Protein hat eigene, besondere Bedingungen, unter denen sich Kristalle formen, und erst nachdem diese entdeckt wurden, kann die eigentliche Messung beginnen. Thank you.
Die Proteinkristalle werden mit Röntgenstrahlen beschossen und das resultierende Diffraktionsmuster wird aufgenommen. Für moderne Kristallstrukturanalyse wird Röntgenstrahlung mit besonderen Eigenschaften benötigt, die in großen Synchrotron- und Exfell-Einrichtungen verfügbar sind. Mithilfe komplexer mathematischer Algorithmen kann anhand dieses Musters die 3D-Struktur des Proteins berechnet werden. Mit theoretischen Berechnungen und Simulationen am Computer können Vorgänge mit noch höherer zeitlicher und räumlicher Auflösung beobachtet werden. Es können auch ungewöhnliche Bedingungen untersucht werden, die experimentell nicht zu erfassen wären. Die vorgestellten Methoden und Untersuchungen in unserem Sonderforschungsbereich an den Modellproteinen erfordern natürlich ein umfangreiches Hintergrundwissen in Physik, Chemie, Biologie und Mathematik. Dieses interdisziplinäre Forschungsumfeld ist sehr attraktiv für Doktorandinnen und Doktoranden aus der gesamten Welt, die dann hier in unserem Sonderforschungsbereich ihr Wissen erweitern, forschen und neue Forschungsfelder erkunden können. Ein wichtiges Instrument dabei ist die integrierte Graduiertenschule, in der die ca. 40 Doktorandinnen und Doktoranden zusammengeschlossen sind. Neben Forschung, Weiterbildung und Karriereförderung gehört auch die Wissenschaftskommunikation dazu. In diesem Rahmen wurde unter anderem von den Doktorandinnen und Doktoranden dieser Film konzipiert und realisiert. Indem wir unser Verständnis über grundlegende Prozesse der Natur vertiefen, eröffnen sich ganz neue, innovative Möglichkeiten, diese Prozesse nachzuahmen. Künstliche Photosynthese könnte uns zum Beispiel als saubere Energiequelle dienen. Kanalrhodopsine sind Gegenstand intensiver Forschung für neue Therapiemöglichkeiten, um mit Licht Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson zu heilen.